So, dann herzlich willkommen zum Wochenendupdate des JFD Live Trading TV Kanals. So, in meiner Abwesenheit nach 13 Uhr am Freitag, also um 14.30 Uhr, sind die Arbeitsmarktdaten in Amerika rausgekommen und da gab es heftige Ausschläge. Schauen wir diese zunächst im DAX an. Schalte ich hier mal auf den Stundenchart. Und dann sieht man hier, zu diesem Zeitpunkt, 14.30 Uhr, kamen die Zahlen raus. Dann gab es einen schönen Abverkauf. Gap Close mit einer Stundenkerze, mit einer Hammerstundenkerze. Und hier war ja Anfang eben skizziert, dass hier entweder ein Gap Close oder hier oben was möglich wäre, um dann eben antizyklisch einzusteigen. Wie gesagt, ich war jetzt nicht da. Hier mit dem Gap Close wären eventuell antizyklisch. Wer sich getraut hat, war auf jeden Fall ein antizyklischer Einstieg möglich und liegt leicht im Gewinn oder dürfte dann leicht im Gewinn sein, egal wo er jetzt hier bei 10.060 eingestiegen ist, rund 60, 50 Punkte. Aber klar war, auch ein Stopp war schwer zu definieren, deswegen ist jetzt auch kein Monster-Trade gewesen, wer natürlich dann hier eng abgesichert hat. Ich meine, jetzt kann man es hier unten absichern, da wo man eben antizyklischer Einstieg. Wer eingestiegen ist antizyklisch, ist natürlich ein Stopp sehr schwierig zu setzen. Vielleicht noch hier an knapp unter der 10.000 Punkte-Marke wäre was möglich gewesen. Deshalb wäre, wenn auch überhaupt, ein R verdient worden. So, hier ist dann, wie schon erwähnt, mit dem Stopp hier unten sind jetzt noch leichtere Kursgewinne möglich. Man muss es eben auch dann mit Amerika abgleichen und auch mit dem Euro-Dollar. Hier habe ich den Dow Jones und irgendwo hier unten noch den Nasdaq. Hier der Nasdaq war noch eben das Ziel, kurz am Donnerstag oder am Freitag, Donnerstag erwähnt, dass hier ein Gap Close denkbar wäre. Jetzt ist es hier wieder mal, wie schon einmal passiert, eben vorbörslich dann fast passiert. Genauer Gap Close hier, diese Kurse kann man schön als Gap Close bezeichnen, was aber im realen Handel eben dann noch nicht ganz stattgefunden hat. Allerdings ist hier jetzt wieder an der Oberkante abgeprallt. Mit dieser Kerze kann man auch arbeiten, also irgendwie will der Markt immer noch hier nach oben. Beim Dow Jones, da hat die Kerze hier gehalten, ist auch ein Doji bzw. Hammerkerze. Kann man die so interpretieren. Auch hier wird weiter mit der 18.000er Marke gerechnet. Das waren jetzt erstmal diese großen Indizes. Schauen wir kurz auf die Twitter, läuft im Plan. Die Biotest ist hier plus minus null. Da bewegt sich nicht viel. Wie gesagt, auch schon da gesagt, eher dann rausgehen oder ist eher bescheiden. Die Chinko Solar hat hier, bislang sieht es aus nach einem Fehlsignal, aber ich denke, hier ist immer noch was möglich, solange über der 20 US-Dollar-Marke sich hält, die Aktie. Das war der Nasdaq. Zum US-Dollar-Japanischen Yen, das ist hier erfreulich, hier ging es dann eben runter unter der Marke. Man sieht ja hier gewaltiger Verkaufsdruck. Zu Trillisch, die wurde jetzt hier ganz eng ausgestoppt. Das Kauflimit war knapp unter der 37 Euro Marke, ausgestoppt dann mit 50 Cent etwa pro Aktie. Die Verbio hält sich noch, da kämpft sie um die Schlusskursbasis. Und auf das die Bayer AG hat hier, wenn ich jetzt hier den JFD-Stream aufmache, noch am Freitag geschrieben, bei 90 um 90 Teilverkäufe tätigen, aber ein Anlaufen wäre hier möglich. Hier passt es im Prinzip auch noch. DAX ist größer eingebrochen als die Bayer-Aktie. Also hier fehlt vielleicht noch ein Hoch eben, um genau das Kursziel zu erreichen. Jetzt zum Euro-Kanadischen Dollar. Da gab es eben ein Chart-Bild und ein Setup aus dem Tageschart. Dieses ist nicht aktiviert worden. Dagegen, wo haben wir denn?
das Chartbild hier im kurzfristigen Fenster. Da ist auch nur das, dann habe ich das nur in dem Stream gespeichert. Bevor es jetzt hier noch lädt, werde ich auf Silber kurz eingehen. Da wäre es ideal gewesen, wie auch bei Palladium, noch ein Tief vor den Zahlen zu erreichen. Da gab es ja auch ein Kauflimit in Palladium. Hier ist es dann nach oben gegangen. Genauso wie hier mit dem Goldpreis. Da sieht man jetzt hier eben schön auch das obere Kursziel erreicht. Natürlich war es hier schwierig reinzukommen. Ja, ich hätte sowas eher auch ausgesetzt an solchen Tagen. Aber wie man sieht, funktioniert auch da noch die Charttechnik. Denn hier ist, wenn man es hier jetzt genauer auch die andere Marke nimmt, ist er, hat er die 1245 und hier war halt die 42, wo er hier im ersten Anlauf exakt erreicht wird, oder hier 43 und dann ein neues Hoch noch gemacht. Was nicht erfreulich lief, jetzt kommt auch noch dieses Setup hier im 4-Stunden-Chart geschrieben, dass es ein Schlusskurs über dieser Marke, also 4-Stunden-Schlusskurs oder mindestens eben, dieses hier extra doch ja hier zumindest auf Stundenbasis überwunden wird. Wenn das hier jetzt gehandelt hat, schalte ich jetzt hier einen Stundenchart zurück. Stunden Close über dieser Marke war eben hier bei 1463, also war handelbar, Kursziel in einem Rutsch erreicht. Also das war jetzt hier sehr erfreulich und wie man auch hier sieht, exakt dann an der Linie wieder abgeprallt, oder wäre es im 4-Stunden-Chart ist hier reingekommen. Da war jetzt hier klar das Verhältnis nicht mehr ganz so gut. Allerdings, ja, wenn man hier auf den Ausbruch nach oben setzt, ist hier auch noch einiges vielleicht möglich. So, das war dieses. Was natürlich nicht erfreulich war, war jetzt hier das britische Pfund gegen neuseeländische. Da gab es doch auch ein kurzfristigeres. Ja, war hier die Stoppmarke, die ist dann gerissen worden, war aber dann direkt dann ausgestoppt. Der Einstieg fand hier um die 1.12 statt, rund 100 Pips. Und ja, sieht man ja, dass das dann nach der Marke, nachdem die gerissen wird, es sehr, sehr deutlich nach unten ging. Das war es jetzt erstmal der Rückblick. Einen Ausblick gibt es dann am Montag oder vielleicht auch noch dann heute Abend. Das war jetzt hier erstmal der Rückblick auf die vergangene Woche. Danke fürs Zuhören. Bis später oder bis Montagmorgen.